So, ich wünsche euch wieder einen wunderschönen guten Tag, lieber Holger, liebe Henriette. Heute soll es einmal ganz kurz darum gehen, wann man eigentlich den Kosinus benutzt, wann man den Sinus benutzt und wann man den Tangens benutzt. In einem anderen Video habe ich schon mal erklärt, wie die ganzen zusammenhängen und wie man dann damit arbeitet. Das heißt, in diesem Video geht es nun darum, woran erkenne ich denn, was genau benutze ich eigentlich? Also, das Schwierige an der ganzen Kiste ist, dass ich immer gucken muss, welchen Winkel will ich überhaupt betrachten. Also ich habe einmal meinen rechten Winkel, den sehe ich und wie im anderen Video auch schon erklärt, der gibt immer vor, wo ist meine Hypotenuse. Die kann ich also von vornherein einfach bäm hinhauen. Da ist sie. Fertig. Da kann ich nichts dran ändern. Da ist der rechte Winkel, dann ist automatisch da die Hypotenuse. Jetzt kommt es darauf an, welchen Winkel gucke ich mir an. Also mit welchem Winkel möchte ich arbeiten. Zum Beispiel, wenn ich diesen Winkel habe. Na, ich möchte mit diesem Winkel irgendwas machen, der mal heißt meinetwegen Alpha. Na, und irgendwie wird auch der Aufgabe klar, ich muss irgendwie mit dem Alpha arbeiten. Dann gibt es automatisch wieder den alten Trick aus dem alten Video auch. Ich stelle mich hier hin, gucke an der Ankathete entlang zur Gegenkathete. Ja, die liegt dann gegenüber. Ja, die Ankathete liegt am Winkel dran, die Gegenkathete liegt dem Winkel gegenüber. Und diese ist die Hypotenuse, das weiß ich als allererstes, also gibt es da nichts mehr groß dran zu rütteln. Die ändert ihren Namen nicht mehr. So, und dann kommt es darauf an, welche habe ich gegeben, welche habe ich gesucht und so weiter. Wir machen das mal kurz an zwei Beispielen und dann entscheiden wir, welche Formeln wir nehmen wollen. Ich nehme die Formel mal mit auf die nächste Seite. Bumm, da. So, wir gucken uns mal zwei Beispiele an. Wir haben diese Aufgabe, wir haben eine Seite gegeben, noch eine Seite gegeben und der Winkel ist gesucht. Diesen Winkel sollen wir suchen. Das gibt es irgendwie in der Aufgabe, das ist immer erkennbar. Das Erste, was ich mache, ist, wo ist meine Hypotenuse? Die sehe ich sofort, weil die ist gegenüber vom rechten Winkel. Hier ist der rechte Winkel. Also ist das hier oben meine Hypotenuse. Die hat eine Länge von 9 cm. Und hier ist der Winkel Alpha. Ich stelle mich gedanklich hier hin. Ich drehe meinetwegen auch mein Dreieck so, dass ich das von hier aus sehen kann. Und dann liegt diese Seite an dem Winkel dran. Also ist das meine liebe Ankathete. So, heißt, ich habe jetzt gegeben eine Ankathete. Ich habe gegeben eine Hypotenuse. Ich nehme meine drei lustigen Formeln und gucke, in welcher kommen diese beiden Sachen vor? Das Wort Ankathete und Hypotenuse sollte drin vorkommen. Da. Also nehme ich jetzt diese Formel einfach und bearbeite und arbeite mit der bei meiner Aufgabe. So, dann setze ich die Zahlen da ein, rechne dann 6, also die Ankathete 6 geteilt durch 9. Rechne dann mit meinem Taschenrechner mit dem Kosinus, kriege da irgendeinen Winkel raus. Was wird er sein? Keine Ahnung, irgendwas bei 40 Grad, wenn ich schätzen müsste. Kann ja auch ein bisschen falsch liegen, der kann auch größer oder kleiner sein. Das könnt ihr aber mit dem Taschenrechner ganz entspannt machen. So, das zum einen. Zum anderen gucke ich mir jetzt mal an, was habe ich hier? Ich habe hier eine andere Aufgabe. Und bei dieser Aufgabe ist ein Winkel angegeben, bei dieser Aufgabe ist eine Seite angegeben und eine andere Seite wird gesucht. Wieder dasselbe. Erstmal gucken, wo ist die Hypotenuse? Das ist die längste Seite gegenüber vom rechten Winkel. Es ist immer derselbe Schrunz. Da ist meine Hypotenuse. Dann gucke ich, mit welchem Winkel ich arbeite. Das ist der hier. Ich stelle mich hier hin, gucke von hier aus in diese Richtung. Und die Seite, die noch gegeben ist, ist gegenüber. Also ist das meine sogenannte Gegenkathete. So, und jetzt gucke ich wieder in meine Formeln. Wo habe ich denn meine Formel, wo die Hypotenuse drin vorkommt und die Gegenkathete? Gegenkathete, ach da, hier, guck mal an. Direkt der Sinus. Das heißt, ich habe diese Formel und wir werden diese Aufgabe jetzt einmal kurz so weit berechnen, bis wir es in den Taschenrechner eingeben müssten. Wir arbeiten jetzt nur noch mit dem Sinus. Und dann steht dann sowas wie Sinus Alpha ist gleich. Die Gegenkathete sind 3 cm. 3 cm geteilt durch die Hypotenuse, die kennen wir nicht, die nennen wir jetzt einfach mal C. Alpha kennen wir, können wir schon mal eintragen, sind 40 Grad. Also, ich habe
zwei Zahlen, die in anderer Form dastehen. Der Sinus 40 ist eine feste Zahl, 3 cm ist eine feste Zahl und c kenne ich nicht. Jetzt muss ich das Ganze irgendwie umstellen, damit ich c berechnen kann. Wie stelle ich am schönsten um? Ich fange an und ich mache für euch extra den leichteren Weg. Ich nehme erstmal mal c. Dann steht nämlich hier Sinus von 40 Grad mal c ist gleich 3 Zentimeter. Ups, 3 Zentimeter. Okay. Und jetzt möchte ich natürlich, dass mein Sinus 40 nicht da ist bei dem c, sondern das c soll alleine stehen. Also mache ich Folgendes. Ich teile durch den Sinus von 40 Grad. Ups. Ich teile durch den Sinus von 40 Grad. So. Und dann habe ich auf beiden Seiten jetzt nur noch das, was ich da haben will, nämlich auf der einen Seite mein C. Hier habe ich meine 3 Zentimeter und die rechne ich, die teile ich durch den Sinus von 40 Grad. 40 Grad. Und da kommt dann irgendein Zahlenwert raus. Ich schätze mal irgendwie sowas mit 5 Zentimetern oder sowas. So, ich habe mir jetzt extra das schwerere Beispiel rausgesucht, wo ich so umstellen muss, dass am Ende der Sinus, dass der Sinus zweimal umgestellt werden muss. Man kann das noch viel leichter umstellen, aber hier geht nichts schief. Und jetzt die Frage, wie kann ich denn allgemein solche Aufgaben lösen? Allgemein ist es immer dasselbe. Zu diesen beiden Beispielen habe ich versucht, das zu zeigen. Ich gucke mir an, welche Sachen sind gegeben. Vielleicht habe ich zwei Seiten gegeben, vielleicht einen Winkel und eine Seite. Vielleicht habe ich auch alle drei Seiten gegeben und soll einen Winkel raussuchen. Völlig egal. Dann gucke ich mir meine Formeln an. Mit welcher Formel kann ich arbeiten? In unserem einen Beispiel war es so, dass ich die Hypotenuse hatte und die Ankathete. Dann habe ich geguckt, wo habe ich Ankathete und Hypotenuse? Beim Cosinus. Und dann kann ich darüber den Winkel bestimmen. Oder eben bei dem anderen Beispiel hatte ich eine Seite und einen Winkel angegeben und habe mir das Ganze so umgestellt, dass ich die gesuchte Seite alleine stehen habe und stelle mir das Ganze so um, dass diese Seite alleine steht. Wer dazu nochmal ein Video braucht, der kann sich das Video Formeln umstellen nochmal anschauen. Entschuldigung, Gleichungen umstellen. Wer mit dem Zusammenfassen noch Probleme hat, der kann sich Terme zusammenfassen nochmal angucken. Also alle Grundlagen, die man hierfür braucht, findet man auch hier und kann dann damit arbeiten und diese Aufgaben lösen. Genau, ich hoffe, das klärt die Frage, wie man entscheidet, wann man den Sinus, den Cosinus oder den Tangens nimmt. Nochmal ganz kurz, den Tangens nehme ich natürlich in dem Fall, wo ich dann dieses Beispiel habe und der weg ist. Na, komm, verschwinde. Dich wollen wir nicht mehr. Da kann ich dann den Tangens nehmen, weil ich dann die Hypotenuse nicht kenne. Hier ist sie. Ich kenne die Ankathete, ich kenne die Gegenkathete. Und wenn wir mal gucken, beim Tangens Gegenkathete durch Ankathete, also 3 durch 6, dann den Tangens von Alpha bilden, beziehungsweise das ist der Tangens von Alpha. Und wenn ich den Arcus Tangens von Alpha bilde, kriege ich Alpha heraus. Und fertig ist es. Also im Prinzip ist das Video relativ langweilig gewesen, finde ich persönlich, weil es eine Grundlage ist in Mathe, immer zu gucken, was habe ich gegeben, was ist gesucht und in welche verdammte Formel passt der Kram rein, sodass nur noch eine Sache übrig bleibt, die ich dann berechnen kann nach Umstellen. Das ist immer dasselbe. Das habe ich beim Sinus, das habe ich beim Cosinus, beim Tangens, beim Satz des Pythagoras, das habe ich beim sonst was, bei den meisten Aufgaben, beim Umstellen von Funktionsgleichungen und. Es ist immer derselbe Schrunz. Ich gucke, dass ich möglichst viele Werte als Zahlenwerte darstellen kann und alles, was variabel ist, beziehungsweise alles, was dann noch als Buchstabe dasteht, hoffe ich auch durch Zahlen ersetzen zu können. Wenn dann nur noch ein Buchstabe steht und der Rest sind lustige Zahlen, kann ich es berechnen. Habe ich zwei Buchstaben, habe ich erstmal ein Problem. Aber das, lieber Holger und liebe Henriette, das klären wir an anderer Stelle.